Herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial hier auf meinem Kanal. Da seht ihr noch Auda Shitty. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Shortcuts hier ändern könnt. Als allererstes geht ihr auf euer Infocenter, dann auf alle Einstellungen und weil ich gerade auf dem TS bin, hört man mich noch doppelt. Naja. Gut, dann, wenn es sich mal lädt. Wenn es hier mal lädt. Ach da. Dann war es unter Personalisierung. Start. Und dann hier unter Ordner auswählen. Und hier einfach mal die aktivieren. So. Jetzt sieht man schon. Hier alles voll. Und jetzt geht ihr unter Computer. Lokaler Datenträger. Program Data, Microsoft, Windows, Windows Startmenü Places, genau. Und dann könnt ihr hier eure Sachen umändern, wie zum Beispiel jetzt hier unter Eigenschaften. Ja, lade mal wieder, genau. Kann man halt jetzt hier einen Pfad sich aussuchen, wie zum Beispiel, was nehmen wir denn da jetzt mal was Schönes? Nehmen wir mal ganz einfach g.backslash. Also ich habe noch nicht alle Festplatten drin, da ich gerade am ganz anderen PC bin als sonst. So. Jetzt haben wir halt hier die G-Festplatte. Und es lädt. So, jetzt kann man es hier umbenennen in Games HDD zum Beispiel. Und jetzt, wenn man hier drauf geht, sieht man Games HDD. Und schon ist man in der Games-Festplatte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.